So, willkommen Freunde zu Teil 4. Wir zocken es jetzt einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier weiterkommen. Ich habe zwischendurch mein Level nochmal ein bisschen gelevelt. Es ist echt unheimlich schwer, das Game. Im normalen Level irgendwie weiterzukommen. So, wir wechseln aber die Waffe nochmal. Take care of whatever's concerning you. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir das Schwert ruhig. Das ist jetzt am besten gefallen, so von der Art und Weise, wie wir es zocken können. Auch wie schnell ist es. Wird trotzdem nicht leichtsinnig werden. Jo, die haben wir erledigt. Sehr gut. Pick up something we can use? Ja, Energie ist auf jeden Fall jetzt beständiger, auch wenn wir kämpfen. Das ist echt sonst mega schwer. So ein paar Punkte noch einsammeln, die da liegen, aber die lassen wir jetzt mal. Ich glaube, so ist das besser. Nee, der vergeht, alles klar. Ah, da haben wir noch was, was wir einsammeln können. Sehr gut. Das war ein spezielles Artefakt. Loot-Überprüfung. Ja. Haben wir aber ziemlich schnell platt gemacht. Muss ich meine Energie nochmal aufladen. Alter, die spawnen hier einfach mal so locker ganz nebenbei, irgendwie so mitten aus der Luft. Die nächsten schon. Wieder umstellen. Regeneration. No. So. Können wir uns wieder voll aufladen. Ja, sehr gut. Fehlt zwar immer noch ein bisschen Energie, aber ich glaube, damit sollten wir klarkommen. Aufpassen. Alles schön looten, was hier rumliegt. Schade, dass hier so wenig Energie rumliegt. Verlustsplitter finden wir ganz viele irgendwie. Ist ja bei jedem Game so, ne, dass man irgendwas findet. Ja, komm, zack. Ah, sehr gut. Die haben wir. Ich habe mir das letzte Mal immer Sorgen gemacht.
Not bad. That sure you saved some regeneration. Jetzt müssen wir hier weiter, um weiter zu kommen, dann links. Genau, hier müssen wir weiter, um weiter zu kommen. Naja, das ist ja mal eine Rhetorik. Auf jeden Fall hier links weiter. Gut, die haben sich auch gleich wieder schlafen gelegt. Das ist aber richtig. Okay, let's move. Ja, mal gut, mein Mitspieler, der hat ganz gute Energie. Geht's auch nach oben? Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Bin nämlich letztes Mal irgendwie hinten über die Brücke gegangen. Vielleicht ist hier auch lang geht. Nice. Hier sind wir nämlich wieder bei der Mistel, ne? Wo wir angefangen haben. Okay, Stufenaufstieg. Das heißt, wir müssen nächstes Mal nicht die Treppe runter, sondern wir können das abkürzen gleich. Das ist gut. So. Können wir hier noch was verbessern? Ja, da fehlen uns dann die Materialien hinzu. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder unsere volle Energie haben. So, sehr gut. Dann können wir... Nach oben geht's auch noch weiter. Was ist denn nach oben? Aber weiter geht's nicht. Okay. Gehen wir wieder nach unten. Leider ist es so, wenn man sich an der Mistel ausruht, ist die Gegner, glaube ich, wieder ein neues Spawn. Wo es jetzt hart wird, ist hier rüber zu kommen, genau. Das ist die Brücke, die ich meine. Die wird hart. Aber wir gucken hier nochmal, ob wir da was finden. Die Kiste wurde sogar gespeichert. Jetzt mal schon leer gemacht. Runter, ja. Hier erstmal aufladen. Und Gott sei Dank die Energie. Jetzt wieder weiter. Ah, ich komme nicht weg. Ah, nein, ey. Alter, wie assi ist das denn, ey? Okay, aber wir können... Das Gute ist, wir können hier jetzt abkürzen. Wir kennen jetzt den Weg. Scheiße, ey. Es war nur so, ich hätte meine Energie aufladen müssen, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Aber nein.
welche, aber wir laufen mal in die Richtung. Ist die Gefahr erstmal gebannt. So, da ist noch ein roter Punkt übrigens, der da aufblinkt. Den müssen wir noch einsammeln. War gar nicht so wenig. Hat er mich hier runtergestoßen, ey, das zweite Mal. Ah, könnte ich kotzen, ey. Mann, gib mir das auf Piss. Gibt's doch nicht. Kann man da mal runterfallen? Hier sind noch Pisten, können wir noch zerstören. Aber da ist nichts drin. Unglaublich, echt. Ja, runterfallen, Abkürzung, ne. Up something we can use? Laufen wir hier lang. Also die auf uns schießen da oben, die müssen wir theoretisch zuerst platt machen. Rather not fight up there. Wenn jetzt hier mal lang. Stay cautious. Be careful of that enemy. Ja, das Ausweichen ist manchmal gar nicht so verkehrt, dass man einfach wegläuft. Ist wirklich nicht immer alles aufsammeln, was irgendwie rumliegt. Auch wenn es manchmal schade ist. Aber wir wollen ja auch irgendwie weiterkommen. Komisch, ich wäre da schon runtergefallen. Ich hätte man schon irgendwie runtergeschubst. Dem passiert ja irgendwie nichts. Das ist noch so ein Riesenteil. Alter, wie er den durch die Luft wirbelt, ey. Fett. Also nicht der Typ, aber die Leistung. Geht's jetzt weiter nach oben? Wir laden uns aber auch nochmal komplett auf. Schon harter Schwierigkeitsgrad, wenn du da nicht irgendwie levelst und sammelst und sammelst und sammelst und dann stirbst. Ich habe das ja bei Hellpoint so ähnlich gemacht. Das ist echt Schwierigkeiten. So, jetzt geht's nochmal nach oben. Geht aber auch geradeaus. Oft mal geradeaus hier. How long until nothing but rubble remains? This was a park, wasn't it? Echt geil aus, episch, ne? Dann machen wir gleich mal einen Screenshot von. Wir jetzt Desktop-Hintergrund nehmen oder so, ey, das sieht richtig geil aus. So, Gegengift.
schlafen hier auch nicht, glaube ich. Der da hockt, ja, der hockt nur. Gut. Was? Aber erwischt hat er mich trotzdem, ne? Ja. Okay. You can't regenerate? Let's consider heading back. Auf jeden Fall ist wichtig, dass Luis richtig Kraft hat. Und wir haben ihn jetzt ja auf, also Energie gegeben. Ich will mal gucken. Das sind nur chemische Lichter. Nee. Ich hoffe, dass bald wieder eine Mistel kommt, das mich aufladen kann. So ein Riesentyp. Könnte aber auch gerade auslaufen. So wie so eine Art Zelt. Ah, hier haben wir auch eine Mistel. Sehr gut. War leider nur die faulige Mistel, das heißt, da bekommen wir nur die Karte und können uns dann nicht ausruhen. Let go of me! We lost the race. Well, strength succeeds where speed fails. Wait, this place is... Oha. Hurry it up, damn wretch! Without your blood, we'll all suffer. Or didn't you think about that when you ran off? Kommt der nächste Gegner und ich glaube, wir konnten noch nicht speichern. Eieieiei. Scheiße, leck mich am Arsch. Take him somewhere safe. You owe me for this. Geil und fett inszeniert. Stärker, der ist unglaublich. Können wir die diesmal packen? Ey, die muss doch mal zu packen sein. Jo, wir haben sie. Boah. Heftig, heftig war das. Übel, ey. Die ist echt nicht ohne. You. I remember you. Where's the girl? Answer me! Where did you take her? We're taking custody of the girl. That human belongs to us. We will take her back. Humans aren't property. They have the same right to live as any of us. Schon wieder kämpfen. Das war ja übel. Don't give me that noble act. They have no rights. And why shouldn't we feed on them? We're the ones keeping them safe after all. Why were we kicked out of our graves?
Who did we die for, again and again, at the Queen's hand? We writhe with this terrible thirst. We live in fear of joining the ranks of the lost, and for whose sake? It's all in the service of humans. If blood is the only price they have to pay, then they have a pretty good deal. That doesn't mean you can just do whatever you want with them. And what about the rights of revenants? Huh? It's not like we're choosing to live this way because it's such a barrel of laughs. That should be enough to get you through a month or so. Whoa, hold on a minute. Just make sure that you and I never cross paths again. This is your one and only warning. No way. The Crimson Sword? I guess we'll be rationing for a while. Oh well. What is lost can be found again, huh? I swear I'll end it. The Revenant's suffering must end. Wieder die Vampire, die selber Probleme haben mit ihrer eigenen Identität. So, dann ruhen wir uns mal an der Mistel aus. Talente erwerben. Nee, oh, 36.000 kostet das. Heftig. Ja, schon maximal. Naja, da fehlen uns wieder Materialien. Ja, wollen nichts machen. Ja, dann gehen wir hier mal lang und mal gucken. Der nächste Bluttränenbaum. Okay, we can trace the flow of the blood beads from Blutperlen nennen sie das, ja. Give me a moment to finish this, then we can head out. Our destination is this way. This should get us there. We set? All right then. I know you're there. Oh, nein. What are you? Stay back! I'm the one who decides how I live. I won't listen to you anymore. That's fine. Just put down the knife. I'm sick and tired of it! Day after day, having my blood sucked by every passing revenant. I'm not an animal! You're right. And we can help you. I know someone who can take you to one of the government shelters for humans. If you ask, they'll take you in and you'll be able to live in safety. What? You won't have to spend your days living in fear of revenants anymore. Although you will be asked to donate blood. It's a trick. Do you really think I'm going to fall for that? Er hat gleich eine Karte parat, das finde ich aber geil. Everything you need to know is on that paper. You're the one who decides how you live. But why? I think the time for sacrifices is over. That's all. All right, we should hurry. Okay, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal soweit Schluss. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Und dann bedanke ich mich schon mal für eure Aufmerksamkeit. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ihr kennt das ja. Denn, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin.